Hallo zusammen, heute möchte ich euch von einem ganz besonderen Auto erzählen. Und zwar ein Auto, von dem ich denke, dass es nicht so viele Leute kennen. Aber bevor ich reinstarte, erstmal eine Expertenfrage. Was haben der BMW Z8, der Aston Martin DB9 und der Atega GT gemeinsam? Na, wer weiß es? Den Designer. Alle drei wurden von Henrik Fisker designt. Das ist ein dänischer Designer und vielleicht kennen einige den Namen Fisker von dieser viertürigen Elektrolimousine Fisker Karma. Die kam 2011 auf den Markt und ich finde tatsächlich, sie sieht richtig cool aus, weil sie ein ganz untypisches Limousinendesign hat. Eine flache Dachlinie, sehr große Rathausausschnitte, große Felgen. Das gefällt mir richtig gut, aber damit war ich scheinbar relativ alleine, denn gut verkauft hat sich der Fisker Karma leider nicht. In Hamburg gibt es tatsächlich zwei Stück, die ich auch relativ regelmäßig sehe, aber ansonsten ist der Karma vor allen Dingen in Deutschland ein richtiger Exot. Dazu muss man sagen, in den USA wurde das Auto inzwischen neu aufgelegt. Es gibt jetzt den Karma Revero, also ein neuer Name, fast gleiches Design, hat aber nicht mehr viel mit Henrik Fisker selber zu tun. Und was jetzt ganz interessant ist, der Karma war gar nicht das erste Auto von Henrik Fisker, auf dem auch sein eigener Name stand. Das war nämlich ein anderes, denn 2005 hat er mit einem Partner zusammen die Designfirma Fisker Coach Building gegründet. Die hatten ihren Sitz in den USA und hat im gleichen Jahr zwei Modelle auf den Markt gebracht. Einmal den Fisker Tramonto und einmal den Fisker Latigo CS. Heute soll es vor allen Dingen um den Tramonto gehen. Denn der ist das Erstlingswerk, der kam auch noch 2005 auf den Markt. Wenn man sich den jetzt mal anguckt, finde ich, ist das ein richtig gelungenes Design. Ich habe hier Bilder vor mir und ich finde vor allen Dingen die Front, die sieht richtig aggressiv aus, erinnert mich an Aston Martin tatsächlich. Ist ja auch kein Wunder, denn Henrik Fisker hat sowohl den DB9 als auch den V-Advantage gezeichnet, aber vor allen Dingen auch das Heck. Das sieht total eigenständig aus. Es hat ganz schmale Leuchten, unten integrierte Auspuffblenden und erinnert mich so direkt an kein anderes Auto. Aber natürlich hat Henrik Fisker das Auto nicht komplett von Grund auf gebaut. Er hat die neue Karosserie gezeichnet und darunter steckt bewährte Technik. Aber bevor ich euch jetzt sage, was darunter steckt, raten wir noch mal ein bisschen weiter. Gucken wir uns mal die Seitenansicht, das Profil an. Und da gibt es ein paar kleine Hinweise, was unter der neuen Karosserie steckt. Und zwar so Dinge wie den Türgriff oder auch den Außenspiegel mit dem integrierten Blinker. Da kann man jetzt so leicht erkennen, dass da drunter ein, jetzt haue ich es einfach raus, ein Mercedes steckt. Und zwar nicht irgendein Mercedes, sondern man sieht es ja schon an dem Klappdach. Es ist ein Mercedes SL der Baureihe R230. Und ich muss sagen, tatsächlich, Hut ab, wenn man jetzt diese kleinen Details mal außen vor lässt, erinnert nicht mehr viel an den SL. Und das ist, finde ich, persönlich cool, weil es anders ist als bei vielen Replikas oder sowas, die dann doch noch stark nach dem Ausgangsauto aussehen. Also hier richtig schönes Design. Und es ist nicht nur das Design gewesen, was sich verändert hat, denn auch im Innenraum hat Henrik Fisker nochmal Hand angelegt bzw. Hand anlegen lassen, hat da mit italienischen Designern zusammengearbeitet, die den kompletten Innenraum neu beledert haben und ist auch noch einen Schritt weiter gegangen, hat versucht, alle Mercedes-Schriftzüge, alle Embleme zu covern. Also so direkt erinnert auch da nichts mehr an Mercedes. Es wurden sogar neue Instrumente für den Tramonto angefertigt, aber das ist natürlich immer nur so weit möglich, wie es die Bauteile zulassen. Denn Experten werden trotzdem an so Details wie dem Lichtschalter oder auch dem Lenkrad oder dem Gangwallhebel erkennen, dass da ein Mercedes drunter steckt. Aber für Leute, die einfach nur Wert legen auf schöne Materialien, ist das Cockpit auf jeden Fall sehr cool geworden. Und auch da war noch nicht Schluss, denn neben der Karosserie, die ist ein Mix aus Fiberglas und Aluminium und dem Innenraum, hat sich Fisker auch noch um die Leistung gekümmert. Da hat er sich zusammengetan mit dem Mercedes-Spezialisten Klemann, kommt übrigens auch aus Dänemark, und hat für die verschiedenen Motorisierungen Leistungssteigerungen angeboten. Dazu muss man sagen, prinzipiell hätte Fisker Coach Building erstmal jeden SL umgebaut zum Tramonto, den der Kunde vorbeibringt.
also auch einen SL 350 oder sowas. Das ist allerdings dann effektiv nie passiert. Es wurden eigentlich nur die Top-Modelle SL 55 AMG, SL 65 AMG und auch SL 600 umgebaut. Und für die verschiedenen Motorisierungen hatte Klemann eben verschiedene Leistungssteigerungen am Start. So konnte zum Beispiel der V8 Kompressor im SL 55 AMG auf 610 PS gepusht werden. Serienmäßig hatte der 476 PS und später hat Mercedes die Leistung nochmal korrigiert, die Leistungsangabe auf 500 PS. Und aus dem Topmodell SL 65 AMG, da hat Klemann tatsächlich 700 PS rausgeholt. Also eine ganz schöne Ansage für das Jahr 2005. Und dann muss man sagen, je nach Motorisierung konnte der Tramonto 330 km/h schnell sein, denn auch die Vmax-Aufhebung wurde bei Klemann eingebaut bzw. einprogrammiert, sodass da nicht bei 250 km/h Schluss sein musste. Also wie gesagt, 330 km/h, ordentlich auf jeden Fall. Ordentlich ist vor allen Dingen auch der Preis und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich das Todesurteil für den Tramonto gewesen, denn ursprünglich sollten 150 Tramonto gebaut werden und umgebaut wurden letztendlich gerade mal 15. Also ein Zehntel der geplanten Produktion wurde tatsächlich umgesetzt und das dürfte hauptsächlich auf den Preis zurückzuführen sein. Denn neben dem Basisauto, das ja in jedem Fall schon über 100.000 Euro damals gekostet hat, also egal ob SL 55, SL 600 oder ein SL 65, der ja sogar an die 200.000 Euro gekostet hat, kamen nochmal rund 130.000 Euro für den Karosserie- und Innenraumumbau obendrauf. Und wer jetzt auch noch mehr Leistung wollte, der musste nochmal 40.000 Euro investieren und so waren so oder so Minimum 270.000 Euro standen dann auf der Rechnung und es ging schnell auch mal über 300.000 und da haben sich dann wahrscheinlich die Kunden ganz offensichtlich gedacht, ja, dann investiere ich das Geld doch lieber anderweitig, nicht in den Tramonto. Schade ist es tatsächlich, denn ich sage es jetzt einfach und wahrscheinlich steinigen mich jetzt einige von euch, ich finde, der Tramonto sieht besser aus als ein Mercedes SL. Der ist mir persönlich so ein bisschen zu rund gelutscht, der SL, und der Tramonto ist ein richtiges Statement, erinnert mich eher an Aston Martin, finde ich sehr schön. Aber wie gesagt, leider nur 15 Stück gebaut. Die sind heute alle in Sammlerhand und werden auch nur noch selten verkauft. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch mal vom Tramonto erzählen. Und wer hätte schon gedacht, dass unter der Karosserie dieses Exoten, muss man ja sagen, ein Mercedes SL steckt.